So, meine Lieben, und da sind wir schon im Oktober mit wunderschönen lila Schleifchen. Okay, wir schauen jetzt mal rein. Ich bin wie immer sehr gespannt, was drin ist, weil ich habe wirklich keine Ahnung. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, wer jetzt von euch auch diesen Jahreskalender haben möchte, geht bitte bei Anja auf die Seite. Da hinterlasst ihr eine E-Mail. Und dann bespricht Anja mit euch, was ihr in dem Kalender drin haben wollt. Und dementsprechend, ja, richtet sich dann alles andere aus. Meine Bestellung war, Anja, mach mal, mir egal, ich schaue dann rein. Also sie hatte freie Auswahl für alles und ich habe wirklich keine Ahnung, was drin ist. Ich habe ihr keine Farbrichtung gegeben oder irgendwas. Und ich bin echt mal gespannt. So, wir schauen jetzt mal rein. Ich weiß, in ein paar Videos hatte ich das jetzt schon vergessen zu sagen. Aber ich denke mal, wer jetzt den Jahreskalender verfolgt hat, ist da jetzt nicht traurig drüber, dass ich das nicht vor jedem Video durchgekaut habe, weil irgendwann sitzt das. Okay, jetzt haben wir es mal wieder durchgekaut und jetzt schauen wir mal rein. Also das ist doch Herbst. Wir haben Brauntöne, wir haben Rottöne. Das schreit richtig nach Herbst, oder? Wie seht ihr das? Ist das toll. So, wir haben Merino-Socks. Also 20% Poly und 80% Merino extra fein. 400 Meter Lauflänge. Aber das ruft richtig Herbst. So, wir machen auf. Wir schauen uns die Farbübergänge an. Ich weiß, manche kriegen hier jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich das aufmache. Aber ich genieße diesen Augenblick. Da ganz weich, ganz sanft. Oh, ist die schön. Okay, hier weiß ich schon, was das wird. Hier braucht ihr mir nichts in die Kommentare schreiben. Das wären Sockis für Mama. Ich liebe es. Ich liebe diese Herbstfarben. Das werden definitiv Socken für mich. Also hier für diese Sockenwolle oder für dieses Garn braucht ihr nichts reinschreiben. Das ist schon festgelegt. Das wird was für mich. Oder ich mache mir Handstulpen draus. Sieht bestimmt auch ganz toll aus. Oh, ich liebe das. Ich liebe diesen Farbverlauf. Wahnsinn, ist der toll. So, ich twister das Ganze jetzt nochmal und dann freue ich mich schon drauf, mit dem zu arbeiten. Also das wird definitiv meiner. Guckt euch mal diese Brauntöne an und... Oh, ich bin begeistert. Ist der schön. So, für den nächsten Strang könnt ihr dann gerne wieder Ideen sammeln. Das hier wird definitiv meiner. Also da mache ich mir entweder wunderschöne Armstübchen draus oder ganz tolle Socken. Eins von beiden. Ich bin schon gespannt, was ich mache, aber eins von beiden wird's. Boah. Ist der toll. Also das ist jetzt bis jetzt mein absoluter Lieblingsstrang. Es waren schon ganz viele tolle Stränge dabei, aber das hier ist bis jetzt mein absoluter Liebling. Ich weiß, ich habe zwischendurch immer mal andere Lieblinge, aber jetzt ist es gerade der. Ach, ist der schön. Wahnsinn. Das wird definitiv meiner. Okay, meine Lieben. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin jetzt mal am Überlegen, was ich mit dem kleinen Schatz mache. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.